Hey Leute, was geht? Und damit ein herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem atemberaubenden Kanal. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Heute geht's weiter mit Assassin's Creed Valhalla. Eivor, mein liebstes Muskelpaket. Hier in der Nähe ist ein Nest von Wigmunds Männern. Wir werden es ausleeren. Bis zum letzten Mann? Je weniger Läuse im Busch, desto seltener juckt die Musch. So sehe ich das. Okay. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Ich war schon ewig in Englerland. Lange vor Gudrum, Ivar und Ubba. Ich habe unter den Nasen von Sachsen und Dänen Schmuggel getrieben. Ich habe gelogen, betrogen und wurde verprügelt. Mein Leben war nicht leicht, doch ich habe gelernt, Leid zu ertragen und es wegzulachen. Als Soma mich aufnahm, sah sie mehr als nur die Schmugglerin in mir. Ich konnte mich für mehr als nur mich selbst nützlich machen. Für ihre Vision. In einer Welt, in der niemand Vertrauen in dich hatte, schenkte sie dir ihres. Genau. Und das liebe ich an ihr. Eigentlich liebe ich alles an ihr. Du scheinst diesen Clan fröhlicher und lebendiger zu machen. Weiß Soma das zu schätzen? Wenn ich wüsste, was in den Köpfen anderer Leute vor sich geht, wäre das Leben schrecklich langweilig. Aber Soma scheint mich zu mögen. Auf welche Art? Auf ihre Art. Nur leider nicht so, wie ich es wünschte. Schmerzhafte Wahrheiten ertragen sich leichter mit einem Lächeln auf den Lippen. Ein frohes Gesicht in schweren Zeiten ist wahrer Widerstand. Was hältst du von Somas anderen Kriegern? Galen und Leaf? Ach, Leaf ist wie ein unbändiges Tier. Immer wenn ich ihn sehe, will ich, dass er mich besteigt wie einen Baum und sich unter meinem Arm einnistet. Er redet viel von Ehre. Doch ich kenne keinen Ehrenmann, der einen Brand legt, nur um sich dafür rühmen zu lassen, ihn wieder zu löschen. Und Galen hat das Grübeln zu einer Kunstform erhoben. Seine Selbstgefälligkeit ist einfach liebreizend. Wir könnten den ganzen Tag reden. Aber vielleicht verlassen diese Sachsen ihr Nest. Wir beide sollten uns das mal ansehen. Meine Männer bleiben zurück und stoßen zu uns, wenn etwas schief geht. Okay. Auf geht's. Warte. Aufregend, an deiner Seite zu kämpfen und dich aus der Nähe zu beobachten. Müssen wir jetzt das da oben machen, was wir eben freigelegt haben? Sonst bekommst du noch blaue Augen oder Beulen ab. Ich muss mich in Acht nehmen. Sag jetzt nicht, wir müssen das hier machen, was wir gerade eben freigelegt haben. Hier habe ich mich schon einmal durchgekämpft. Alleine? Ja. Würde ich gerne hören. Hä? Kurz bevor ich zu dir gekommen bin. Ach so, ja. Wir müssen sogar ausdrücken laufen. Ja, scheiße, Alter. Okay, was ist los? Hier ist kein Gegner mehr. Ich habe alle ausgelöscht. Du hast sehr gut gekämpft, Birna. Die hat gar nicht gekämpft. Art, mir den Hof zu machen? Meine Art was? Ganz ruhig, Dränger. Wir sehen uns in Grantabrück. Alter, die hat gar nichts gemacht. Wir haben alles alleine gemacht. Leider vorab schon. Bevor es überhaupt losging. So, neue Fähigkeitspunkte. Die müssen wir direkt einlösen. What the fuck? Die hat gar nichts gemacht. Wir haben das viel zu früh gemacht. Ich wusste gar nicht, dass wir später noch, dass wir nochmal da hinkommen. Wer kann das denn ahnen? Gesundheit, Ausbildung, Feuerwiderstand, Attentatsschaden, Weg des Wolfes. Wir können das hier nicht machen, wieso denn nicht? Der Bogen-Nahkampf-Wechsel. Wenn du zwischen Bogen- und Nahkampf-Angriff wechselst, richtest du für kurze Zeit extra Schaden an. Ja, das ist ja... Das ist wie für uns gemacht. Das haben wir sogar wirklich öfters gemacht schon. Ich wollte auf die Karte gehen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier. Sprich mit Leaf. Ah, ich glaube, wir müssen so jetzt mit den Einzelnen, was sie voneinander halten, so. Mit den Porten. Können wir hier ein Pferd rufen? Nein, natürlich nicht, weil wir ja ein kleines Gebiet sind. Den ganzen Weg jetzt zurücklaufen, um dann aus dem Feindesgebiet rauszukommen, um dann erst das Pferd zu rufen, ist schon hart anstrengend. Und hart assen. Und beim nächsten Mal machen wir das jetzt im Nachhinein. Ah, nee. Nein. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich wollte mein Pferd rufen. Schaffst du schon.
Moin, Leute. Da drüben müssen wir hin. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Das ist ein feines Ding, okay? Das machen wir im Nachhinein erst. Dieser Priester macht mehr Wind als ein Hagelsturm. Er darf nicht weiter Gift und Galle speien. Bist du je durch einen Sturm gesegelt? Das hast du nie... Eivor, ein schöner Tag hier draußen, oder? Soma sagte, ich würde dich hier finden, Leaf. Wie lautet dein Plan? Wir befreien die Welt von einem Priester, der den Aldermann preist und den Zehnten in Wiegmunds Taschen umleitet. Der Plan lautet, wir schleichen uns hinein, weiden den Priester aus und kehren zu Soma zurück. Wiegmund wird schäumen vor Wut. Wie bist du zu Somas hergestoßen? Wir kamen gemeinsam nach Englerland unter Gudrums Flagge. Die Sachsen nannten uns das große Sommerheer. Als Gudrun nach Westsexer aufbrach, übernahm Soma die Führung. Eigentlich hätte ich das gerne selbst getan. Was würdest du tun, wenn du Jarl von Grantabrück wärst? Ich würde die Stadt auf meine Art führen und weniger auf Birna und Galin hören. Vertraust du ihnen nicht? So würde ich das nicht sagen, aber Birnas Stiefel stecken im Schlamm und die von Galin schweben im Himmel. Wenn es um Leben oder Tod ginge, wäre keiner von beiden aus dem richtigen Holz geschnitzt, um uns durch den Sturm zu führen. Du warst dabei, als Gudrum Soma zur Statthalterin von Grantabrück ernannt hat. Wie hat sich das angefühlt? Gut, ich habe ihr Glück gewünscht. Unter Somas Herrschaft begann das Silber zu fließen und die Leute begannen zu tanzen. Mit Handel kennt sie sich aus. Trotzdem wünschte ich, ich hätte den Mumm gehabt, vorzutreten und die Bürde und Ehre der Verantwortung für eine Stadt auf mich zu nehmen. Aber das ist nebensächlich. Soma ist meine Jarlskrone und ich bin ihr eingeschworener Krieger. Kein Gott könnte daran etwas ändern. Was muss man mitbringen, um Schiffbaumeister zu werden? Geduld und Liebe. Ich kenne jedes unserer Schiffe, wie Eltern ihr Kind kennen. Aber um Schiffe zu bauen, braucht man auch Silber. Für hartes Holz, haltbare Stoffe und teure Farben. Das Gelb, das ich benutze, das kommt von sehr weit her. Ein stolzer Preis für einen fröhlichen Anstrich. Vermutlich wurden meine Farben deshalb vor ein paar Wochen gestohlen. Verdammte Diebe. Eine gute Unterhaltung, Leaf. Kümmern wir uns jetzt um Wiegmunds Mann. Richtig, richtig. Wiegmunds Bursche verdient eine Belohnung. Meine Krieger werden die Sachsen am Tor ablenken. Wir beide werden den Priester suchen. Okay. Das schaffen wir schon. Ich hätte das noch alleine gemacht, no joke. Hätte ich easy hinbekommen. Ich würde jetzt einfach... Oh, warum werden die angerufen? Von wem? Ach so. Ja, bringt nichts. Okay, wir hätten, wenn wir es Dave hätten machen wollen, hätten wir es leise machen müssen. Also, sprich, ohne nochmal extra Leute. Oh, das darf er nicht. Nein, 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 nicht darauf, was macht er denn? Ich habe keine Ausdauer mehr. Wieso hat er denn den anderen Typen visiert? Das verstehe ich nicht. Das ist total dumm gewesen, wen er da visiert hat. Hätte er nicht ihn anvisiert, den anderen Typen, ne? Hätten wir es easy geschafft, den bevor er die Glocke läutet, noch zu holen. Hundertprozentig. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Kann ich den plündern? Was hat er? Wer hat denn den Schlüssel? Wer ist der mit dem Schlüssel? Da ist der Typ mit dem... Nein, hier ist der Schlüssel.
Okay. Oh, da ist was Goldenes, das müssen wir noch holen. Das dürfen wir nicht zurücklassen. Nichts wird hier zurückgelassen. Ah, das ist das Falsche hier. Okay. So, wir können jetzt weiter. Ist auch wieder ein schönes Buch, das ist noch zu gut. Oh, da hinten ist noch was Goldenes. Der muss mir nicht überall hinfolgen. Das ist no joke. Oh, das ist. Ah, das war richtig. Reichtum auf mal. Dieser Ort wird gut bewacht. Wegmunds Priester ist in der Kirche. Oh, schon. Oh doch, das werde ich noch. Komm her. Komm her. Ich werde dir zeigen, wie ich dich loswerde. Guck so und so. Weg bist du. Sag nicht nochmal. Ich werde dich nicht los. Also wirklich. Ich hätte das auch gar nicht im Stack machen können. Weil alleine wie viele davor standen. Oh, da oben. Damit hast du nicht gerechnet. Okay. Sieh dir mal dieses Bauwerk an. Wie viele Bäume sie gefällt und wie schwere Steine sie bewegt haben müssen. Das ist ein Kunstwerk. Wechselst du gleich den Glauben, Leaf? Soll ich dir vielleicht ein kleines Kreuz mitnehmen? Nein, niemals. Darf sich ein Handwerker nicht überall. Die Lügen dieses Priesters werden den Schier nicht mehr vergiften. Wir sollten gehen. Ach, du bist das jetzt. Neue Fähigkeit. Alter, wir haben jetzt voll viele neue Fähigkeiten bekommen. Das ist gut, das ist super. Wieder was für den Bogen, aber das ist mega. Also für den Bogen, Linksseite. Brandpulverfalle. Oh. Alter. Das nehmen wir. Zwei. Da sage ich nicht nein. Huch, ich häng am Ding fest. Tür verschlossen. Finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Ja, wir sind ja schon drin. Oh, ich habe erstmal dran vorbeigeschossen. Alt! Ich hätte Alt drücken müssen. Ich habe aber alles gedrückt, aber nicht Alt. Da ist der Schlüssel für die Tür. Den haben wir jetzt. Brauchen tun wir aber gar nicht mehr. Ist das der Schlüssel für die andere Tür? Nein, natürlich nicht. Aber okay, ich glaube, wir brauchen nur einen Schlüssel. Aber wir wollen jetzt gar keinen Schlüssel mehr. Wir haben es ja schon geschafft. Fertig. Können wir jetzt raus oder müssen wir noch was machen? Ein Kommer, ja. Das ist ja easy. Das war's dann schon, ne? Dann war das auch schon hinter uns wieder. Er läuft direkt weg, hallo? Hallo, lauf nicht so lange, ich möchte direkt mit dir sprechen. Komm hier, jetzt komm zurück, Bruder. Gut gemacht. Wir haben Wigmunds Mann schnell verstummen lassen. In der Tat. Du hast dich wahrlich bewährt, Eivor. Wir sehen uns in Grantabrück. Wir sehen uns in Grantabrück. Aber da muss ich sagen, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Wir haben 19.20 Uhr. Wir haben jetzt schon insgesamt 4 Stunden gestreamt heute. Und natürlich auch 2 Stunden darunter Assassin's Creed Valhalla. Und ich möchte jetzt noch in Ruhe was essen. Das habe ich jetzt immer noch nicht richtig getan. Also ein bisschen schon, aber nicht alles. Und ja,
Da würde ich auch sagen, ich bedanke mich für Savaisa, ich bedanke mich für jeglichen Support und für das YouTube-Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt und auch keine Streams, könnt ihr gerne den YouTube-Kanal abonnieren oder auch bei mir am Twitch-Kanal vorbeischauen und einen kostenlosen Follow da lassen. Würde ich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja,